Die WDR-Reihe Horizonte brachte 1969 mehrere Folgen einer Sendung, in denen dem Zuschauer Schritt für Schritt von Experten erklärt wurde, wie Computer funktionieren. Meine Damen und Herren, wir haben uns die Aufgabe gestellt, einen Computer so zu programmieren, dass er eine gestellte Aufgabe löst. Ziel der Sendung war es, im Kleinen die entscheidenden Vorarbeiten zu demonstrieren, die selbst bei den leistungsfähigsten Computern notwendig sind, damit sie etwa die optimale Konstruktion eines Flugzeuges berechnen können. In der Sendung selbst widmeten sich die Macher der Herausforderung eines Grundstückmaklers. Wir haben ein sehr viel einfaches Problem, nämlich aus einer vorgegebenen Zahl Z die Wurzel zu ziehen. Hier der Entwurf des Programms, das dem Makler bei den Berechnungen für seine Grundstücksflächen helfen soll. Nun heißt es, dieses Flowchart umzusetzen in einzelne Instruktionen für den Computer. Das geschieht in einer sogenannten Programmiersprache. Und unsere Programmiersprache hier heißt Fortran. Das Wörterbuch dieser Programmiersprache ist gewissermaßen auf diesem Sechseck hier notiert. Ich habe einzelne Arbeitsschritte dieser Sendung eingekürzt. Etwa die Übertragung des Fortran-Programms auf Lochkarten. Hier ist es. Meine Mitarbeiter und ich können also jetzt die letzte Phase der Programmierung angehen. Heißt das, dass wir die Lochkarten in den Computer eingeben, damit er endlich mit dem Rechnen anfängt? Leider immer noch nicht. Aus heutiger Sicht mag das Erzähltempo der Sendung ungewohnt gründlich und langsam erscheinen. Wir schalten den Strom ein. Doch die Zuschauer lernen, von Menschen geschriebene Programme müssen für Computer erst übersetzt werden. Und müssen jetzt anschließend ebenfalls die Bandeinheiten, die für diesen Übersetzungsvorgang gebraucht werden, auf den Startpunkt bringen. Computer verstehen nur Maschinensprache. Deshalb legen die Experten die Lochkarten mit dem Programm ein. Und starten jetzt den Übersetzungsvorgang. Was läuft jetzt? Es wird im Augenblick hier noch übersetzt. Der Übersetzungsvorgang ist also noch nicht zu Ende. Wie lange dauert dieser Vorgang für unser Programm etwa? Das wird vielleicht noch ein, zwei Minuten dauern. So, nun ist unser Übersetzungsvorgang zu Ende. Wir könnten also jetzt mit dem eigentlichen Datenverarbeitungsvorgang beginnen. Das heißt also, dass wir jetzt unsere Daten in die Anlage einführen können. Dazu haben wir bereits eine Datenkarte abgelocht, nämlich Z gleich 1225. Das war ja die Fläche des Maklergrundstückes. Und wir können jetzt den eigentlichen Datenverarbeitungsvorgang starten. So, damit ist der Datenverarbeitungsvorgang beendet. Wir können jetzt das Resultat hier auf dem Drucker entnehmen. Dazu betätige ich hier den Papiervorschub und ich kann die Anlage jetzt wieder ausschalten. Dazu muss ich warten, bis die Bandeinheiten sich selbsttätig abschalten. Das ist jetzt der Fall. Und der Drucker gibt uns jetzt die Resultate. Dazu darf ich das Endlosformular hier abreißen.
Und wir wollen uns ansehen, was der Computer ausgedruckt hat. Darf ich Sie zu mir herüber bitten? Wir sehen zunächst das Fortran-Quellenprogramm. Es ist noch einmal im Original abgedruckt. Und anschließend erfolgt jetzt hier die Kompilation. Sie sehen, die Anweisungen des Computers bestehen jetzt aus Ziffern und Buchstaben, also in einer für die Maschine verständlichen Sprache. Dieser Kompilationsvorgang ist hier relativ lang und kompliziert. Und am Ende liefert uns der Computer hier das Resultat. Für dieses Resultat ist das nicht ein bisschen viel Aufwand, diese gesamte Kompilation. Sie haben zweifellos recht. Wenn man also nur eine einzige Wurzel ziehen würde, würde man diesen Aufwand nicht treiben. Es wäre völlig unwirtschaftlich. Nun wird der Computer gleich eine ganze Reihe von Wurzelberechnungen vornehmen. Bemerkenswert ist, dass der Computer für die eigentlichen Wurzelberechnungen nur den Bruchteil einer Sekunde braucht. Der Computer ist jetzt betriebsbereit und wir können mit dem eigentlichen Datenverarbeitungsvorgang beginnen. So, damit wäre das Programm gestartet und der Drucker beginnt bereits, die Wurzeltabelle auszudrucken. Auch das ist natürlich noch keine rentable Beschäftigung für einen Computer dieser Größe. Was Computer heute alles sinnvoll und ökonomisch leisten können, das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Computer beeinflussen bereits weitgehend Verwaltung und Produktion in Wissenschaft und Industrie. So etwa bewältigen moderne Computersysteme die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Untersuchung der dynamischen Eigenschaften eines Automobils. Aber auch die spezifischen Probleme eines Transportunternehmens, wie etwa die der Eisenbahn, können über Computer rationalisiert und damit optimiert werden. Signalanlagen, Fahrpläne, Zugzusammensetzung, Ladevorgänge, Zug- und Streckenführung, all das kann automatisiert werden und damit meistens übersichtlicher, kostengünstiger und sicherer gesteuert und geregelt werden. Ein anderes Einsatzfeld von speziellen Computersystemen ist die Fertigungs- und Produktionssteuerung von Industriebetrieben. Sogenannte Prozessrechner erlauben es, über Kommandozentralen mit wenig, aber qualifiziertem Personal ganze Produktionsanlagen zu überwachen und zu führen. Ein Computer entwickelt aber erst dann seine volle Leistungsfähigkeit, wenn eine Vorbereitungsphase vorausgeht, in der der Mensch in sinnvoller und intensiver Arbeit die Arbeit des Computers geistig vorausvollzieht. Wir wollen uns aber von Ihnen nicht verabschieden, ohne unserem Makler aus der Patsche geholfen zu haben. Wir dürfen ihm hier die Tabelle der Quadratwurzeln überreichen und hoffen, dass er damit sämtliche Grundstücke, die Ihnen in den nächsten 10 Jahren angeboten werden, auf die Straßenfrontlänge hin registrieren kann.